Willkommen bei dieser Elektrolokomotive DB BR143 in der roten Lackierung DB-Verkehr. Bei dieser kurzen Einführung werden Sie die Start-Stopp-Prozedur lernen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Die Batterie wird das Steuerpult mit Strom versorgen. Diese Lokomotive erhält ihren Strom über die Oberleitung und Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Um die Lokomotive ins Rollen zu bringen, Spitzensignale sind wichtig, um andere in der Jetzt müssen wir einen Moment warten, bis sich das Bremssystem vollständig aufgeladen hat. Das wird ungefähr 1 oder 2 Minuten dauern. Die Lokomotive wird nun mit Strom versorgt. Das kann. Die Zugbremse wird für normale Fahrten genutzt. Wenn der Zug für eine längere Zeit steht oder wenn Sie den Führerstand verlassen, wird die Handbremse eingestellt. Sie müssen sich versichern, dass sie gelöst ist, wenn Sie losfahren wollen. Der Schalter für die Zugkraft legt fest, wie viel Zugkraft für den Zug verwendet wird. Die AFB erlaubt es dem Lokführer, die Geschwindigkeit der Lokomotive einzustellen. Um den Zug auf das Anhalten vorzubereiten, sollte zuerst die AFB ausgeschaltet sein. Die Größe und das Gewicht des Zuges spielen eine große Rolle beim Einschätzen, wie viel Bremskraft nötig ist, um ihn zu einem sicheren Halt zu bringen. Gute Arbeit. Damit sind die Grundlagen alle abgedeckt. In dem zusätzlichen Handbuch können Sie noch mehr über die Details dieser Lokomotive lesen.